Hallo, in diesem Video zeige ich dir die Encapsulation bzw. Verkapselung auf Deutsch im Wireshark. Dazu habe ich hier schon den Wireshark gestartet und mir ein spezielles Datenpaket aus einer aufgezeichneten Sitzung rausgesucht. Das ist ein ganz normales HTTP-Datenpaket. Ich gehe auf das Datenpaket drauf mit der rechten Maustaste und sage Follow TCP Stream. Danach kann ich mir das Datenpaket im hier sich öffnenden Fenster im Klartext anschauen. Hier oben in der rot unterlegten Schrift sehe ich die Daten, die der Client, also mein Webbrowser, an den Wikipedia-Server schickt und von dem er irgendwelche Daten haben möchte. Ich möchte hier beispielsweise die Unterseite vom Wiener Schnitzel haben. Ich sehe hier auch, mit welchem Browser ich unterwegs bin, in dem Fall dem Google Chrome in der Version 32, und sehe hier unter dem Referrer, von welcher Website ich gerade komme. In dem Fall habe ich unter Bing nach dem Wiener Schnitzel gesucht, den ersten Treffer angeklickt und komme dann zu Wikipedia. Hier unten in der blau unterlegten Schrift sehe ich jetzt die Daten, die der Apache Webserver von Wikipedia an mich, an den Client, sprich letztlich an meinen Webbrowser, den Google Chrome, schickt. Hier kann ich herauslesen, dass Wikipedia einen Apache Webserver mit PHP und Ubuntu betreibt. Hier unten sehe ich dann quasi jetzt den Klartext, der von Wikipedia übertragen wird an mich. Wenn ich die gleiche Verbindung doppelklicke, bekomme ich genau wie hier unten eine Vergrößerung des gesamten Frames 1297 in meinem Fall. Dazu ist zu sagen, dass der Wireshark, was das OSI-Schichtenmodell betrifft, auf der Schicht 2 beginnt. Die Schicht 1 ist quasi das physische Netzwerkkabel, auf das der Wireshark keinen Zugriff hat. Wireshark beginnt erst ab Schicht 2, ab den eigentlichen Daten, die er von der Netzwerkkarte abfangen kann. So, und hier kann ich einmal schauen, was hier so mitgeschnitten wird. Ich sehe verschiedene Eigenschaften über das Paket und sehe hier schon eine Art der Verkapselung, sprich das Ganze ist auf der obersten Ebene oder untersten, um im OSI-Schichtenmodell zu bleiben, ein Ethernet-Frame, komme dann ins IP-Protokoll, ins TCP und ins HTTP-Protokoll. Der Wireshark stellt hier oben die unterste OSI-Schicht dar und hier unten die oberste OSI-Schicht. Wenn wir das nach der Reihe durchgehen, sehen wir hier unter Ethernet 2, das ist quasi einfach der Typ der Übertragung, von welchem Rechner, vom App-Server in meinem Fall, so heißt mein Rechner, von dem die Daten aus übertragen wurden, auf dem mein Google Chrome läuft, an meinen Router, das Lumia 620. Hier wird noch auf MAC-Adresse gearbeitet. Hier unten unter Typ IP fürs Internetprotokoll sehe ich eine interne Nummer vom Wireshark. Das ist die 0x0800. Das ist quasi eine Wireshark-interne Nummer, die besagt, jetzt verwende das Internetprotokoll V4. Komme dann hier in die nächste Schicht hinein, verwende jetzt um das IPv4-Protokoll und arbeite, wie man hier sieht, schon auf Ebene der IP-Adressen. Ich sehe hier auch, dass das TCP-Protokoll 6 in Klammer die nächste Schicht sein wird und sehe hier quasi Quelle und Ziel des Ganzen. Jetzt komme ich in die nächste OSI-Schicht, ins Transmission Control Protocol. Sehe hier den Source Port, der zufällig vom Windows vergeben wird,
auf dem ich quasi die Verbindung vom Chrome nach außen gestartet habe. Den Zielport, auf den er am Webserver zugreift, HTTP Port 80. Und sehe hier dann am Destination Port, kann ich quasi ablesen, unter was jetzt das Ganze weitergeht. Und sehe dann hier, dass als nächstes nur mehr das Hypertext Transfer Protocol kommen kann. Quasi das ist dann der Port 80. Und hier bin ich schon auf Anwendungsebene. Und hier fordert nun mein Browser quasi den Artikel vom Wiener Schnitzel an von Wikipedia. Das sieht man auch hier. Sehr schön. Das sind dann schon die Daten, die man auch unter dem vorherigen Fenster gesehen hat, wenn ich auf Follow TCP Stream gehe. Wenn ich das jetzt hier mit Wikipedia, mit dem OSI-Modell vergleiche, sehe ich nun hier quasi die Schicht 2, sollte normal so sein, die MAC-Adresse, die Schicht 3, Internetprotokoll, die IP-Adresse, dann das TCP-Protokoll, dann schon auf Port-Ebene hier und dann quasi der fünfte Layer, die fünfte Schicht, das HTTP-Protokoll. Das sollte quasi in Summe dann die Verkapselung darstellen. Man kann auch sagen, es wird eines immer in das andere sozusagen eingepackt. Hier am Anfang ist das Ganze noch sehr klein, und das Datenpaket, und wird dann bis zum Ende hier immer größer, und es kommt immer sozusagen der Header von der vorigen Schicht dazu, damit jeder Router im Internet und jedes Endgerät weiß, was mit dem Datenpaket passieren soll.